Pete, scheiß Dreck! Geh mir mal. Ja? Na komm, komm her, trau dich nur. Der Herr Oberst beißt nicht. Scheiß Dreck! Ha, Jackpot. Ich würde sagen, entweder es hat sich jemand verletzt oder jemand ist verletzt worden. Könnte aber rein theoretisch auch von einem Tier stammen. Du willst mir jetzt nicht meine gute Laune verderben, willst du? Nein. Gut. Ja, es geht schon los. Und vom mutmaßlichen Tatort im Fall Karin Malburg. Und von Pennys Aufenthalt da? Pennys. Also Pennys. Wir laufen weiter. Ja, aber du kannst nichts dagegen machen. Offenbar ist es so. Je größer die Liebe ist, desto gefügiger wird zur Frau. Sagt der Experte. Ach, Penny, komm, du musst das nicht mit Absicht missverstehen. Was ich sagen will, ist, dass die Liebe so Maße annehmen kann. Und steht so. Diese Menschen müssen ernst genommen werden mit ihren Anliegen. Jetzt fangen wir gleich zu weinen an, Herr Kanter. Den Molotow-Cocktail, den wir gefunden haben, den macht meine Oma besser. Der Rücken- und der Halswirbelmuskulatur, der Rücken- und der Halswirbelsäule. Entschuldigung. Sehr gut, danke. Aus. Das heißt, sie hat als Putzfrau? Ja, ich weiß, was du sagen willst. Sag mal, ist irgendwas? Ich habe ihn eingeweiht, damit er sich den Badezimmerstopp erspart. Danke, haben wir. Leo! Leo, bitte tu mir das nicht an! Junge, mach keinen Scheiß! Mach keinen Blödsinn, Buur! Ich geh rauf, ich rede mit ihm. Ja. Bitte, hören Sie mir kurz zu. Passen Sie auf, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber probieren Sie mal tief durchatmen, das hilft wunder. Genau, darf ich noch mal sagen, das wirkt wunder, weil es hilft wunder, ist ja auch Blödsinn. Ne? Junge, mach keinen Scheiß! Würden Sie das bitte unterlassen? Das ist Herr Müller. Ja, sagen Sie, wo... Scheiße. Hast du es langsam? Ja, da. Scheiße. Ich hab ihn nicht mehr. Entschuldigung. Hey, was ist los, Frau? Was bist du, ein Bulle oder was? Fick dich mal! Lenny, beruhig dich, das ist kein Bulle, okay? Das ist mein Cousin Karl aus Berlin. Beruhig dich mal. Und das ist meine Stehlampe. Otto, das ist sehr interessant, du erzählst es auch sehr packend. Aber könnten wir jetzt vielleicht arbeiten? Ja, nein, ist eh klar. Aber entschuldige, das habe ich so nicht stehen lassen können. Da kommt die Welt wirklich eine Koryphäe verloren. Wollte nur an die Arbeiten über die prähistorischen Handelswege, jetzt scheiße ich aber drauf. Das sind schwere Titel. Guten Tag. Monika Mühlberger? Herr Inspektor? Vielleicht können Sie uns helfen. Es geht um einen geistig behinderten Schauspieler. Es geht um einen Fall, der 15 Jahre zurückliegt. Lasst's mir roten. Der Lausnick. Richtig, Grotten. Ich fange nochmal an.
Ja. Es geht um einen Fall von 15. Es geht um einen Fall von geistiger Umnachtung. Ja, okay, ich schließe mich an. Die vierte Picker, kann man A und B. Das bin ich, oder ich mach dich so nervös, oder? Mal klappt. Und ich klappe jetzt. Sag mal. Ach, der Wetter. Set.